ich finde Pixi-Bücher toll, weil die kann man irgendwie überall mitnehmen. Die sind so schön klein und perfekt eigentlich für Reisen. In den Bücherladen und auch in Spielzeugläden gab es ja immer diese Pixi-Figur mit der großen Schale. Bei jedem Besuch habe ich immer gesagt, Mama, kann ich bitte eins mitnehmen? Und ich hatte so eine extra Kiste, da hatte ich die so drin. Und irgendwie hatte ich fast zu jedem Anlass so ein passendes. Hi, ich bin Andreas Mahr aus der Buchhandlung Christiansen. Ich mache hier seit 15 Jahren das Kinderbuch und heute geht es um Pixi. Pixi hat ja Jubiläum. Pixi ist eigentlich das Allerwichtigste, weil Pixi ist der erste Gegenstand oder das erste Buch, mit dem Kinder in Berührung kommen. Pixi steht bei uns immer vor der Tür. Das heißt, die Kinder gehen mit ihren Eltern da vorbei und natürlich der Griff geht immer sofort in die Pixi-Kiste und dann geht es bei uns in die Buchhandlung rein. Und die Kinder können bei uns eigentlich fast gar nicht über den Verkaufstresen rüber gucken, aber haben ihr Geldstück dabei. Also ist das auch das erste Buch, was selbstständig gekauft wird. Damit kann man sagen, dass Pixi eigentlich so der Türöffner für jedes Kind ist, bei uns in die Buchhandlung zu kommen. Wenn ich so ein Pixi als Kind in der Hand hatte, das jetzt eins, das ich selber gemacht habe, wenn ich das als Erwachsener in der Hand habe, ist das so groß. Also die Hand passt da genau drauf. Wenn ich das als Kind in der Hand habe, ist das so ein Verhältnis. Hey, so ein Zufall noch ein Bild von mir. Dann ist das so drin. Das heißt, als Kind, und das ist wirklich nicht gelogen, als Kind kam ich mir vor wie ein Erwachsener, wenn ich so ein Pixi-Buch aufgemacht habe, weil das dann ein großes Buch war. Und das war was Grandioses. Und es war natürlich in der Länge und von Inhalt her auch unfassbar. Dass du dann, wenn du das durchgelesen hast, du hast dein ganzes Buch gelesen. Ich bin Rüdiger Paulsen und ich habe das große Glück, dass ich seit 12 Jahren für den Carlsen Verlag Pixi-Bücher schreiben darf. Ich habe in meinem Leben immer gerne Geschichten erzählt. Ich habe ja am Anfang gedacht, so ein Pixi-Buch, das mache ich ja mit links, mal eben so morgens beim ersten Kaffee. Ne? Also eine Pixi-Geschichte braucht einen guten, tollen Einstieg, es braucht einen Spannungsbogen, es braucht einen Höhepunkt und es braucht auf jeden Fall immer ein Happy End, einen Abschluss, weil ein Pixi muss am Ende immer schön ausgehen. Ne? Es muss immer ganz toll sein. Und das ist das Gleiche, was auch ein großer Roman eigentlich braucht. Hi, ich bin Anna Zabo, ich bin Pixi-Autorin. Was ich am besten an Pixi finde, das ist, wenn ich an Hamburger Schulen gehe und in den Klassen meine Geschichten vorlese und dann bringe ich auch meine absolut allerliebsten Pixi-Bücher mit. Und das sind diese hier. Seht ihr das? Das sind Pixi-Bücher, in die könnt ihr eure eigenen Geschichten reinschreiben oder reinmalen. Mein Name ist Frank Kühne, ich bin Programmleiter im Carlsen Verlag und schon seit über 20 Jahren verantwortlich für die Pixi-Bücher. Für mich ist das Besondere an Pixi, dass Pixi oft das erste Buch im Leben der Kinder ist. Die Kinder begegnen den Pixi-Büchern, wenn sie draußen sind, auf der Straße, wenn sie mit den Eltern einkaufen sind. Das schaffen wir nur, weil wir über 5000 kleine, süße Pixi-Figuren draußen in den Läden stehen haben. Und außerdem ist es eben auch kein teures Buch. Das ist sehr wichtig, weil es muss ein Buch sein, was die Kinder einfach so mitnehmen können, wo die Eltern nicht sagen, nee, das habe ich jetzt gerade nicht im Budget, sondern es muss mit 99 Cent so sein, dass die Kinder viele davon haben können, dass sie Pixi-Bücher sammeln. Und deswegen ist Pixi ein wichtiges Buch, auch für die Leseförderung der Kinder. Es ist ein wichtiges Buch für Buchkultur. Ich kenne so viele Erwachsene, die heute sagen, ich habe 20, 30, 50 Pixi-Bücher zu Hause und sie haben mir sehr viel bedeutet in meiner Kindheit. Mein Name ist Sascha Stanisic und ich habe eine große Ehre und ein großes Privileg, einmal ein Pixi geschrieben zu haben. Das ist nicht das Pixi, das ich geschrieben habe, das ist mein Lieblings-Pixi. Ich habe aber selber als Vater wahnsinnig viele Pixis vorgelesen, meinem Sohn. Was ich super finde an diesen Büchern, ist gar nicht so das, was wahrscheinlich alle super finden, nämlich die Handlichkeit und dass es so kurze Geschichten sind, die man so nebenbei und auf Reisen lesen kann, sondern dass ich das Gefühl hatte, dass diese kleinen bunten Heftchen immer wie so Einladungen sind in unfassbar verschiedene Welten. Und vor allem, wenn ich vor ihnen, vor diesen Regalen oder vor diesen Pixis da stand, und dann da reingegriffen habe und plötzlich hattest du in einer Hand die Beschreibung eines Berufs, ein Bauer, und dann in der anderen Hand hattest du eine Fantasy-Geschichte mit einer Fee drauf. Also das Gefühl, es sind so unendlich viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Eigentlich würde ich gerne am liebsten mein ganzes Leben lang nur Pixi schreiben.
Hallo, ich bin Regina Kehn. Ich bin Illustratorin und habe schon einige Pixies, ich glaube 3, illustriert und 2 davon geschrieben. Es ist genauso viel Arbeit, die Geschichte rund und die Illustration, die Bilder so schön wie möglich zu machen. Das unterscheidet Pixie eigentlich nicht von jeder anderen guten Bildergeschichte. Ich mag total gerne das Format, dieses kleine quadratische Format und dann dieses schöne breite Querformat. Und ich mag auch gerne die Beschränkung, dass es eben halt so klein, dass es auch in der Kleinheit alles gut zu erkennen ist. Pixie ist auch für mich Literatur in der Tasche. Also selbst in der Familie war das irgendwie immer dabei bei Reisen oder Arztbesuchen und es flog in Kinderzimmern rum. Und es war auch für mich insofern die Literatur, die sehr nah an den Kindern dran war, weil die das vielfach aus der Spielzeugkiste klappten und zum 1000. Mal sich anguckten, vorlasen. Wir haben es vorgelesen. Ja, klar kenne ich Pixie-Bücher. Also die kleinen Pixie-Bücher von Conny, die mochte ich so gerne. Da gab es eins mit Conny feiert Geburtstag und das finde ich richtig toll. Ich bin Antje Flemming, ich arbeite in Hamburg in der Kulturbehörde und bin dort für Literatur zuständig. Und ich habe auch eine Geschichte mit Pixies. Obwohl ich in der DDR aufgewachsen bin, hatte ich, ich glaube, 5 oder 6 Pixies, auf die ich sehr stolz war. Hier sind sie alle. Sie sind schon sehr, sehr alt und ich bin dazu gekommen durch meine Tante Karin aus dem Westen, die sie mir entweder, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ins Paket gesteckt hat zu Weihnachten oder vielleicht hat sie sie auch mal mitgebracht, weil sie hat uns natürlich auch ab und zu besucht. Und jetzt habe ich wieder reingeguckt und fand das ganz bemerkenswert, dass ich sozusagen mich noch total gut dran erinnern kann. Also hier diese Katzengeschichten, wenn ich das jetzt aufmache, denke ich so, okay, so würde man heutzutage vielleicht nicht unbedingt Kinderbücher mehr illustrieren, aber ich kann mich total gut an diese Geschichten erinnern. Hallo, ich bin Dagmar Henze und ich bin Kinderbuchillustratorin und Autorin. Ich fange an, indem ich daumennagelgroße Skizzen mache. Da gucke ich schon, ob ich alles so einigermaßen unterbringen kann und achte auf die Spannung zwischen Fläche, in der einfach nicht so viel passiert, weil da auch der Text steht, und den Szenen, in denen ich erzählen möchte, was jeweils auf dieser Seite passiert und auch in der Abwechslung, wie sind die Seiten hintereinander anzusehen. Ich bin ein Riesenfan von Pixies, weil sie mit derselben Sorgfalt, der Liebe und dem Können geschrieben, bebildert und lektoriert werden wie ihre große Schwester, die Bilderbücher, aber nur einen Bruchteil dessen kosten. Hallo, ich bin Simone Nettingsmeier, ich bin Pixie-Autorin. Ich schreibe nämlich sehr viele Geschichten über Pixie und seine Freunde selbst. Und Pixie hat jetzt ja nicht nur Jubiläum, sondern Pixie hat ganz viele Freunde. Und dafür lebt er auch, dafür macht er ganz viel. Und am Ende treffen die sich immer alle und trinken Kakao und essen Kuchen und feiern ihre Freundschaft. Und das finde ich ganz toll. Ich bin Ralf Putschko, ich zeichne im Pixie-Programm die Berufe-Reihe. Wahrscheinlich werden die viele schon kennen oder so, weil lange genug gibt es die ja. Da sind verschiedene Bücher entstanden. Ich habe einen Freund, der ist Feuerwehrmann zum Beispiel. Ich habe eine Freundin, die ist Krankenpflegerin. Ich habe einen Freund, der ist Lokführer. Dann haben wir noch eine Architektin. Und einen Freund, der ist Bauer, haben wir auch noch. Und noch ein paar andere sind da entstanden. Ja, was an der Berufsreihe so toll ist, warum die mir auch so einen Spaß macht, ist einfach der Hintergrund. Ich kann halt bei der Recherche für die Bücher hinter Kulissen blicken. Ich gehe dahin, fotografiere selber, rede mit Leuten, brauche Informationen und treffe eigentlich in der Regel auch immer sehr viele, sehr freundliche, liebe Menschen, die mir ganz tolle Sachen erzählen über den Beruf, die auch große Freude dabei haben, mir das alles zu zeigen. Und ich habe in der Regel mal viel zu viel Informationen, die überschütten mich immer förmlich damit. Und dann muss man sehen, wie man das also in so ein kleines Pixie hineinkriegt. Aber in der Regel gelingt uns das eigentlich ganz gut zusammen mit dem Lektorat. Und jedes Mal freue ich mich wieder, wenn ich dann ein neues kleines Büchlein davon in den Händen halten darf. Pixie-Bücher sind, sie sind klein, sie sind sehr gut lesbar. Die Geschichten sind sehr, sehr spannend. Es gibt aber auch Liebe-Geschichten, wie zum Beispiel mit Tierfreunden, oder es gibt aber auch ganz andere Pixie-Bücher. Es gibt richtig viele Arten von denen.